Ja, hallo, Oliver Unger, mein Name. Ja, wir sind ja eine Einhornfamilie und daher habe ich heute meine Haare mal so gestaltet. Ist das Tolle, wenn man Locken hat und wenn man über 40 ist, kann man machen, was man will. So. Also Thema Hochsensibilität im Alltag. Habe ich ein Kinderbuch zugeschrieben, das noch in der Bearbeitung ist. Und ich möchte es euch zumindest kurz mal zeigen. Und zwar sieht jetzt aus, als wäre es schon veröffentlicht, ist es aber nicht. Da ich ja auch aus dem Bereich Grafik komme, habe ich mir das halt selber sozusagen gedruckt. Und das habe ich deswegen gemacht, damit das nicht alles immer so im Kopf hängen bleibt, sondern damit ich dann auch mal sehe, dass es auch Ergebnisse gibt, die man anfassen kann und die nicht nur auf dem Bildschirm stattfinden. So, also einmal hier die Zwischenversion von, ne, von meinem Kinderbuch, Salila Sonnenschein. Und Salila ist ein Mädchen, die auch hochsensitiv ist, eine sogenannte Empathin. Und ja, ich habe so ein bisschen was im Nachwort dazu geschrieben. Ich hoffe, dass das Nachwort hier überhaupt drin ist. Ich kenne mein eigenes Buch nicht, schade auch. So, dauert. Da wollte ich euch nämlich eine bestimmte Stelle daraus vorlesen. Ah, genau. Um die Geschichte von Salila erzählen zu können, denke ich mir Spielregeln aus, die auf Helgoland herrschen könnten. Also die Geschichte spielt auf Helgoland. Denkbare Spielregeln. Inwieweit sie den real herrschenden Spielregeln übereinstimmen oder sich berühren oder kreuzen, weiß ich nicht. Ich instrumentalisiere sie um meine Sicht auf den Mikrokosmos dieser Insel, damit Salilas Geschichte zu einem spannenden Kriminalfall wird. Sicherlich gibt es auch in der Realität der echten Bewohner Helgolands Möglichkeiten, diese enge Verbindung untereinander. Nee, ich merke gerade, das ist gar nicht die Stelle, die ich vorlesen wollte. Schade auch. Es war so schön. So, bin unvorbereitet. Ah, da ist es, genau. Danke. Salila ist eine sogenannte Empathin. Das ist der neueste Begriff für die Menschen, die die Gefühle anderer wahrnehmen können, sich anders und tiefer in Menschen und Situationen einfühlen können und dabei allerlei Körpersensationen erleben. Der Begriff Empathie ist für die Entwicklungsstufe, auf der wir uns kollektiv mit dieser Gabe befinden, noch nicht ganz richtig. Denn wir sind im Großen und Ganzen noch mit der Entwicklung dieser Fähigkeit beschäftigt. Kurze Zwischenanmerkung. Also, Salila ist ein Mädchen im Alter von 11 Jahren, die das wahrnehmen kann, was hinter der Fassade von Menschen steckt und deckt halt so einen Kriminalfall auf meiner Lieblingsinsel Helgoland auf. Ja, und so bringt ihre Empathie etwas für die Gunst ja, oder für das gute Ausgehen dieses Kriminalfalls, dass die Täter überführt werden können. Was wir heute Empathen nennen, sind also Vorstufen von Empathen. Aber das ist wohl Erbsenzählerei. Ja, und das schreibe ich deswegen so da rein, weil das tatsächlich wohl so ist. Ich habe mich also sehr viel damit befasst, warum bestimmte Sachen sich im emotionalen Bereich zwar so und so anfühlen und sich auf die und die Art und Weise auflösen, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da ist irgendwas nicht rund oder man kommt da nicht wirklich hin, dass man so einen emotionalen Prozess irgendwie durchläuft, ohne irgendwie jemand umzubringen oder sich selber zu schädigen oder ganz fiese Gedanken dabei zu entwickeln. Also ich habe irgendwie, hatte ich mir die Frage gestellt, ja, warum passiert es eigentlich so, wenn doch Emotionen so wichtig sind und wenn sie so klärend und hilfreich sind für uns, warum ist es denn so schwierig für uns, damit überhaupt umzugehen? So schwierig, dass viele Menschen das sogar wegschieben von sich und leugnen, dass sie Gefühle haben oder dass sie nur bestimmte Gefühle zulassen wollen, wie zum Beispiel Freude und Liebe und Glück. Aber alles, was jetzt in die negativen oder was wir als negativ bezeichnen, von sich wegschieben. Und dann bin ich auf die Antwort gestoßen von dem Begründer des Human Design, im Ra Uruhu, Robert Allen Krakauer hieß der mit Geburtennamen. Und der hat gesagt, oder hat sozusagen gesagt bekommen aus der geistigen Welt, dass wir evolutionsmäßig mit dem Emotionalkörper noch nicht durch sind. Und da war ich sofort erlöst und habe gespürt, ja, das ist richtig, genau so ist das. Also sind wir sozusagen Vorstufen von Empathen, wenn wir hochsensibel sind oder empathisch veranlagt sind. Fest steht, es gibt sie schon viele Jahrzehnte, also die Empathen.
Das sind Menschen, die es meistens schwerer haben als andere. Das liegt aber nicht an der Fähigkeit als solche, sondern daran, wie wir in unserer Gesellschaft mit unseren Gefühlen umgehen, aber auch mit uns selbst umgehen. Versuchen Sie bitte zu verstehen, Menschen, denen es schlecht geht, geht es vielleicht deswegen schlecht, weil sie wahrnehmen, wie schlecht es den Menschen um sie herum geht. Ist das nicht weise? Habe ich in meinem Video vorher ja schon gesagt. Also vieles, was man als Hochsensibler wahrnimmt, ist gar nicht von einem selber, sondern kommt tatsächlich durchs Außen in einen hinein und dann denkt man, es geht einem schlecht, aber es geht einem gar nicht so schlecht, sondern dem Umfeld. Wie Sie sich denken können, dreht es sich hierbei nicht um Wohlstand und mit beiden Beinen fest im Leben stehen, sondern um die Art und Weise, wie wir uns selbst und unsere Gefühle im Zaum halten, auf eine Weise, die uns und andere krank macht. Es kommen immer mehr Kinder auf die Welt, die die Fähigkeit von Salila besitzen. Es ist also unsere Aufgabe als Erwachsene, auch wenn wir selbst vielleicht nicht alles verstehen und mitfühlen können, diese Kinder adäquat zu begleiten oder, wenn wir es uns selbst nicht zutrauen, in fachkundige Begleitung zu geben. Denn diese Empathen werden neben den Menschen, die etwas leisten und schaffen wollen und können, auch dringend gebraucht. Und das ist sehr interessant für mich gerade als praktische Erfahrung, denn meine Tochter und ich, oder unsere Tochter und ich, wir sind die gleichen Typen nach dem Human Design. Projektoren nennen sich diese Typen. Das finde ich ein ganz furchtbarer Begriff, aber er ergibt Sinn, wenn man das System ein bisschen studiert. Und es sind tendenziell eher empathische Menschen, die also aus der Umwelt was aufnehmen. Und der Grund dieser Aufnahme ist eben eine sanfte Guidance in die Welt zu bringen. Und ich sage jetzt deswegen Guidance, weil wenn ich das Wort Führung sage, hat man direkt ganz andere Assoziationen. Also man ist sowas eher wie ein koordinierender Guide als Projektor. Und dafür müssen wir, also unter anderem unsere Tochter und ich, diese Dinge eben auch fühlen, zuordnen, benennen können, um da eben unsere Guidance in die Welt bringen zu können. Und es ist sehr interessant für mich im Moment zu sehen als Vater, dass selbst ich, wo ich mich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt habe, wie sich Dinge anfühlen und wie man was benennen und strukturieren kann und in die Welt bringen kann, teilweise wirklich überfordert bin mit dem, was meine oder unsere Tochter da aussendet an Gefühlen und dann auch wirklich überfordert damit bin, der Wahrnehmung zu vertrauen, das dann auch umzusetzen, was ich da gerade in mir spüre. Und so von daher sehe ich also noch eine sehr große Diskrepanz in der Begleitung von empathischen Menschen und natürlich auch in der Art und Weise, wie man es selber eben lebt, wenn man hochsensibel und empathisch ist. Also haben wir noch eine Menge Arbeit zu tun, denn alles in allem ist hell. Ah ja, okay, nee, ist zu Ende, reicht. Genau, das ist, was ich sagen wollte. Und ja, mein kläglicher Versuch, das in eine kleine Kindergeschichte reinzupacken, ist also auf dem Weg. Wenn das Buch erschienen ist, werdet ihr sicherlich alle davon erfahren. Wird aber noch ein bisschen dauern. Aber ich werde mich die Tage wieder an das Manuskript setzen, jetzt nach ungefähr einem Jahr Pause. Und dann habe ich genügend Abstand, um es nochmal durchzuarbeiten. Das war jetzt auch schon im Lektorat. Und dann gucke ich mal, ob es schon rund genug ist, bei einem Verlag vorzulegen. Und dann dürft ihr euch alle überraschen lassen. Du wünschst dir ein Video und ein paar Worte von mir zu einem bestimmten Thema, dann schicke deine Frage oder deinen Themenvorschlag gerne an info@kioma.com und dann lass dich überraschen.